Ja, sehr geehrte Damen und Herren, ich habe jetzt, wie gesagt, die spannende Aufgabe, Ihnen ein bisschen was zum Thema Dachflächenfenster zu erzählen, vor allen Dingen Einbautechnik, mehr Sicherheit im Wohnraum. Es gibt eine neue Glasbemessungsnorm und ich versuche es mal ein bisschen so den nächsten 35 Minuten im Bereich der Technik, Einbautechnik mitzunehmen, bevor wir nachher mit meinem Kollegen Marcel Händel zur Praxis übergehen. Ja, mein Name ist Reinhold Wickel, ich bin zuständig fürs Marktmanagement im Hause Rotho. Ich komme dann immer auch zum Einsatz, wenn es zum Beispiel auf Baustellen zu Problemen kommt, Schadensfälle mit Gutachtern. Ja, und ich werde Ihnen heute ein bisschen was so aus der Praxis berichten. Der Werbeblock, ganz kurz, wer sind wir, wo kommen wir her? Ja, die Firma Rotho letztendlich sind ein Hersteller von Dachflächenfenstern, sprich von Bauelementen fürs Dach, Belichtungssysteme und der andere Bereich ist die Beschlagstechnik. Insgesamt haben wir 4.200 Mitarbeiter und wir machen einen Umsatz von 700 Millionen Euro. Ich sage immer, wir sind ein gutes mittelständiges Familienunternehmen. Zu den zwei Kompetenzbereichen der Rotho Dach- und Solartechnologie ist einmal Bereich Dachflächenfenster, sprich hochmoderne Belichtungssysteme fürs geneigte, mittlerweile aber auch fürs Flachdach. Und der zweite Bereich ist die Firma Rotho Columbus. Wir haben die Kompetenz im Spezialtreppenbau. Das heißt, wir stellen Flachdachausstiege, Bodentreppen, Scherentreppe, Spindeltreppe, also alles, was mit dem Thema Treppen her. Die fertigen wir in Neuses bei Augsburg und die Dachflächenfenster kommen aus Bad Mergentheim. Das liegt 30 Kilometer südlich von Würzburg. Ja, die guten Gründe für eine Partnerschaft, was treibt uns an? Rotho steht ganz klar für hohe Produktqualität. Das ist das absolute Muss, was wir sagen. Also unsere Produkte müssen alle einer einwandfreien Qualität letztendlich entsprechen. Das Thema Energieeffizienz ist nach wie vor ein wichtiges Thema. Auch da wird ja gerade wieder diskutiert, was kann ich im Bereich Energieeffizienz noch tun, wie weit muss ich runtergehen. Ich werde Ihnen nachher zeigen, was die Fenster können. Also angefangen vom UW-Wert von 0,78, fast Passivhausstandard, geht es hoch mittlerweile bis zum 1,2. Also da für jede Anforderung die richtige Scheibe. Und das ist unser Hauptpunkt, auch persönlicher Ansprechpartner. Deshalb habe ich heute Kollegen hier. Wir haben auch den Service ins Hause Rotho geholt. Das heißt, wir arbeiten im Bereich Service, Dienstleistung nicht mit Subunternehmern, sondern wir haben eigene Mitarbeiter. Also wir sorgen auch in den Niederlassungen über Tandem-Team, über persönliche Ansprechpartner. Und heute sind meine Kollegen Laubmann und Willi Schäber hier mit vor Ort. So viel zum Werbeblock. Was treibt uns denn im Bereich der Dachflächenfenster an? Ich habe das Thema Energieeffizienz eben angesprochen. Wir werden mal einen kurzen Ausblick zu DIN 1946 Teil 6 uns anschauen. Das ist die nutzerunabhängige Lüftung. Das ist ein spannendes Thema. Ich komme selbst von Dach und jetzt hat man mir erklärt, okay, wir machen dichte Dächer, wir machen luftdichte Dächer, jetzt machst du wieder undicht. Ja, also das Thema Lüftung werde ich mal ein bisschen mit beschäftigen. Was bedeutet das überhaupt für uns in der Konsequenz? Was bedeutet das für die Planung? Wir werden mal einen Ausblick halten. Das ist hier Dachpraxis, Dachsanierung ist ein wichtiges Thema. Deshalb auch heute hier Renovierung, Sanierung, wie baue ich Fenster ein? Und vor allen Dingen, was sagen denn die Fachregeln? Wie schließe ich richtig an? Weil wir haben mit top informierten Endkunden immer zu tun. Das Thema Wohngesundheit ist wichtig und das ist ganz entscheidend. Der Kunde hat heute immer wieder einen sehr hohen Qualitätsanspruch und dem müssen wir uns alle stellen. Das ist wichtig. Ja, zur Anforderung, was sagt die NF? Nach wie vor beim Dachflächenfenster ein UW-Wert von 1,4. Das heißt, relativ unkritisch kann jedes Dachflächenfenster heute einbauen. Wenn ich Einzelmaßnahmen KfW, Kreditanstalt für Wiederaufbau, KfW, Fördermittel beantragt habe, muss ich schon schauen. Das ist gerade in der Praxis wichtig. Ich brauche dann UW-Wert von 1,0. Je nach Anforderung. Beim Passivhausinstitut liege ich bei 0,8. Das sind immer die drei Grenzen, die muss man sich merken. Also NF mindestens 1,4, KfW 1,0, Passivhausinstitut 0,8. Und die Grenzen sollte ich einhalten. Wir erleben leider immer wieder, dass Fördermittel beantragt wurden, dann Standard-Dachflächenfenster eingebaut werden und im Nachgang die Fördermittel nicht fließen, weil ein verkehrtes Fenster drin ist. Also wir haben jedes Jahr regelmäßig Scheibentausch. Also da muss man immer bitte gucken, dass Ihre Chance, reden Sie letztendlich mit dem Kunden und achten Sie in der Planung darauf, was der Kunde haben möchte. Ein kurzer Ausblick. Was ändert sich in der DIN 81008? Das ist die Glasbemessungsnorm. Kennt jemand von Ihnen? Ich habe ein paar Folien mitgebracht, aber ich erzähle Ihnen gleich nur das Wesentliche daraus. Ja, es ändert sich ein bisschen was. Zwar langfristig, aber es ist gerade für die Planung und für die fürs ausführende Gewerk ein wichtiges Thema. Die 4108 Wärmeschutz im Hochbau ist wichtig und wir werden einen kurzen Ausblick in die Fachregeln vom Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks wagen, weil das im Allgemeinen die anerkannten Regeln der Technik sind. Und da habe ich mal ein paar Beispiele mitgebracht. Was steht denn in den Fachregeln drin? Wie muss man dort ein Fenster einbauen? Und was sagen wir als Hersteller? Und da können wir gleich mal ein bisschen diskutieren. Wir können uns auch anschauen, wie das in der Praxis funktioniert und gerade auch in der Sanierung wichtig. Und natürlich Landesbauordnung, zweiter Rettungsweg, Brüstungshöhen.
Die 1946 habe ich schon angesprochen und ein ganz kurzer Ausblick zum Thema Building Information Modeling, kurz BIM. Das wird uns in den nächsten Jahren mit beschäftigen. Gerade seitens der Planer wird es ein hochinteressantes Thema sein, aber wir diskutieren immer wieder, okay, wenn heute mit BIM, sprich mit 3D-Daten geplant wird, es muss natürlich auch das ausführende Gewerk die Daten verarbeiten können. Also das ist ein ganz interessantes Thema. Auch da nochmal ein kurzer Ausblick, was tut sich denn im Bereich BIM, Building Information Modeling. Zur Glasbemessungsnorm. Und jetzt wichtig, nicht alles durchlesen, nicht sein, so die Fakten. Es gibt einen DIN-Ausschuss, die haben momentan das erarbeitet und die haben einen Entwurf zugestimmt. Das heißt, letztendlich wurde die DIN 18008 komplett überarbeitet. Was heißt das jetzt für Sie? Ganz einfach. Wir haben erstmal alles, was Fassaden, Anschlussfenster oder Dachflächen und der Elemente steht drin. Das heißt, alles, was mindestens 0,80 Meter über der Verkehrsfläche Glas ist, muss mit VSG-Verglasung ausgeführt werden. Das heißt Verbundsicherheitsglas. Bedeutet für Sie, wenn Sie entsprechend bodentief einbauen, müssen Sie darauf achten in der Planung und der Ausführung, dass die Fenster eine VSG-Verglasung letztendlich auf der Innenscheibe haben. Das heißt, dass man davon ausgeht, dass wenn die Scheibe bricht, ein Kind nicht aus dem Fenster rausfahren sollte. Ist ein bisschen weit hergeholt, aber und da müssen Sie bitte darauf achten. Ich habe auch gesehen, der eine oder andere vom Handel ist dabei. Also wenn Sie Bestellung bekommen mit Fassaden, Anschlussfenster, mit Fenster und Element, immer darauf achten, es muss VSG-Verglasung in diesem Bereich ausgeführt werden. Das ist wichtig, steht da drin. Weiterhin entscheidend, es gibt eine Ausnahme in der DIN 18008, die gibt es noch, momentan gilt die noch. Das heißt, Dachflächenfenster kleiner als 1,6 Quadratmeter, jetzt sage ich nicht Rahmenfläche, sondern Fensterfläche, die müssen nicht mit VSG ausgeführt werden. Das heißt, also da habe ich immer noch diese Ausnahmegenehmigung. Das heißt, es gibt nur eine Größe, zum Beispiel bei uns 1,34 Meter, 1,60 Meter. Muss mit der VSG-Innenscheibe ausgeführt werden. Also bisher ändert sich nichts, aber es wird jetzt gleich was kommen, was sich letztendlich ändert. Und zwar diese 81008 hat im Entwurf drinstehen, dass zukünftig jedes Dachflächenfenster mit Verbundsicherheitsglas ausgeführt werden soll. Aber, und jetzt kommt der Pferdefuß, aber diese DIN ist ein Entwurf und dieser Entwurf muss in die Landesbauordnung. Das heißt, solange dieser Entwurf nicht drin ist und die Landesbauordnung nicht zugestimmt hat, passiert eins, dass dieser Entwurf also quasi nur eine Anlehnung ist. Und wir können davon ausgehen, dass wir perspektivisch im Jahr 2019, 2020, also es dauert noch einen Moment, irgendwann dazu überkommen, dass jedes Dachflächenfenster eine VSG-Innenverglasung haben muss. Ganz egal, ob ich Neubau oder Sanierung habe. Das wird noch dauern. Das Schlimme ist daran, dass das vom Bundesland zu Bundesland unterschiedlich sein kann. Das heißt, dass Sachsen sagt, okay, bei mir in Sachsen ist es schon 2019 Vorschrift. Sachsen-Anhalt sagt, nee, okay, bei uns, wir machen das 2020. Niedersachsen sagt vielleicht, okay, wir nehmen es erst, wir haben die Landesbauordnung erst gerade geändert, es kommt 2021, also keine Panik. Momentan ist wichtig, Sie können noch jedes Standard-Dachflächenfenster einbauen. Es wird sich irgendwann perspektivisch was tun. Wichtig ist mir nur, dass Sie wissen, sobald Sie bodentief einbauen, unter 80 cm, letztendlich müssen Sie mit VSG-Verglasung in dem Bereich arbeiten. Ja, die weiteren Themen, was ich eben angesprochen habe, sind die Fachregeln vom ZVDH, die allgemein anerkannte Regel der Technik, die Landesbauordnung, zwei Rettungsweg bzw. die Brüstungshöhen. Ich zeige Ihnen mal ein paar Bilder, was wir immer wieder erleben. Das ist meine Einbausituation. Hier ist ein Heizkörper drunter gesetzt, sieht schon mal ganz schick aus, passt. Aber wir haben ein Thema, die warme Luft kommt nach oben, kommt gar nicht ans Fenster ran. So sollte es sein. Ist natürlich eine Wunschvorstellung, wir wissen, dass es nicht immer funktioniert. Kennen Sie diese Einbausituation, diese typische Kastenverkleidung? Das wäre oder ist theoretisch ein Mangel. Heißt, wenn Sie heutzutage einen Endkunden haben, und das muss man ganz, ganz wichtig, die Fachregeln, ich zeige Ihnen das gleich, unterscheiden nicht zwischen Neubau und Modernisierung. Also es ist kein Passus drin, das heißt, ich muss in der Modernisierung das machen, im Neubau das machen. Also ganz klar. Das heißt, diese Kastenverkleidung ist nicht mehr Regel der Technik. Das heißt, passiert nämlich eins, die warme Luft kommt hoch und hier unten und hier oben bildet sich eine entsprechende Kältesee. Und das sind die typischen Anrufe. Wir haben jetzt Winter, momentan geht es ja noch, aber jetzt zunächst minus 5 Grad außen, in 20 Grad Innentemperatur, 21 Grad. Und dann rufen die Kunden an, mein Fenster schwitzt, mein Fenster ist tropft, mein Fenster ist undicht. Wo rufen die an? Beim Dachhandwerker. Ja? Das ist immer der erste Anruf, der normalerweise kommt. Sie müssen kommen, bei mir regnet es rein. Aber die Ursache ist oft ganz einfach die,
dass sich in diesen Ecken hier unten Feuchtesee bildet. Und das war so ein Klassiker, diese alten Holzfenster, die es auf dem Markt gibt, mit diesen dunklen Ecken. Ich denke mal, die hat auch jeder gesehen. Und das ist so ein Teil davon, warum entsteht letztendlich Feuchtigkeit an einer Oberfläche. Ja, und so soll das letztendlich aussehen. Das heißt, ich habe erstmal eine Isolationsebene von 8 cm. Anschließend geht es senkrecht nach unten. Das Ganze auch hier oben. So, wenn es so ist, kann die warme Luft hier wunderbar zirkulieren. Und Sie haben immer ein trockenes und sauberes Fenster. Und so soll das auch in der Sanierung sein. Ich weiß selbst, ich komme vom Dach, dass das zwischen Wunschgedanke, was da drin steht, und Ausführung vor Ort immer ein bisschen unterschiedlich ist, weil wir haben ja auch eins, wir haben Endkunden, der muss ja auch bezahlen, ja, und der Endkunde muss es wollen. Ich sage nur eins, wenn Sie irgendwann einen streitbaren Endkunden haben, der sagt erst, okay, die Innenverkleidung ist so in Ordnung und Sie bauen das Fenster so ein, und dem ist jetzt eine Laus über den Leber gelaufen und der hat keine Lust, Ihnen die Rechnung 100% zu bezahlen, oder sagt mein Planer, du, pass mal auf, Planer, jetzt darauf achten müssen, Thema Planerhaftung, dann gibt es schon mal den ersten Stress mit dem Kunden. Also wichtig ist mir, dass Sie heute einfach sehen, wie soll es fachlich richtig gemacht werden. Warum ist denn ein Dachflächenfenster so kritisch? Wir haben heute hochgedämmte Dächer, wir haben heute schon was zum Thema Luftdichtigkeit gehört, wie wichtig das ist. Wir haben aus dem Hause Gutex das Thema Dämmstoffe, Wichtigkeit auch intensiv durchgesprochen. Warum ist es denn richtig, so wichtigen Dachflächenfenster heute gut anzuschließen? Hat einfach einen Punkt. Aus der DIN 4108 habe ich mir erlaubt, einen Auszug mitzubringen. Ich habe hier ein hochgedämmtes Dach, nehmen wir mal an, 160 mm Wärmedämmung. Das spielt auch gar keine Rolle. Und ich habe jetzt hier mein armes Dachflächenfenster, hat hier vielleicht noch 6 cm Wärmedämmung, Holz. Und das können Sie besser rechnen als ich. Das kann von der Wärmedämmung nie so funktionieren. Ich habe also immer meine Durchdringung, mein Bauteil Dachflächenfenster im Standard, so wie es früher gab, war immer das schwächste Bauteil. Und dieses Bauteil hat letztendlich ausgekühlt an der Oberfläche und dadurch kommt es zu Kondensatbildung. Ein Fassadenfenster wird immer warm eingepackt wie ein Schal. Das liegt immer schön in der Fassade drin, hat nicht die Witterungseinflüsse. Und dadurch passiert nämlich eins, dass das Fenster von der Oberflächentemperatur ein ganz anderes Thema ist. Dann haben Sie nie einen Feuchtigkeitsanfall oder so gut wie nie. Das Fenster ist warm eingepackt. Aber ich zeige oder wir zeigen Ihnen gleich Lösungen, wie Sie auch ein Dachflächenfenster warm einpacken können, sodass das kein Thema sein kann. Das sieht so aus. Auch hier haben wir uns erlaubt, einen Isothermenvergleich zu machen. Standardtemperatur, das ist Normtemperatur, minus 5 Grad außen, 20 Grad Innentemperatur. Und jetzt nehmen Sie ein herkömmliches Dachflächenfenster, ganz egal von welchem Hersteller, das gibt es nur geringe Unterschiede, ohne Wärmedämmung außen. Und Sie bauen das ganz normal ein. Loch ins Dach, Fenster rein, kleben das von mir aus außen ab. Und bei dieser Temperatur erreichen Sie noch eine Innentemperatur von 10,49 Grad hier unten am Blendrahmen. So, und das ist die kritische Temperatur, denn das wissen Sie auch, unter 12,6 Grad entsteht, kann Feuchtigkeit teilweise an der Oberfläche entstehen. Das ist die magische Temperatur, 12,6 Grad. Und das sind die Klassiker, warum die Fenster schwitzen, warum es dunkle Ecken gab. Also Sie müssen gucken, auch neue Fenster heutzutage, dass Sie die außen wirklich sauber isolieren und warm einpacken, dass das nicht passiert. Jetzt muss ich immer davon ausgehen, habe ich eine Sanierung, habe ich wenig Baufeuchte drin, habe ich ein gutes Lüftungsverhalten, wird vielleicht hier auch nichts passieren, aber das ist die kritische Situation. Moderne Dachflächenfenster hingegen, auch das gleiche Temperatur, minus 5 außen, 20 Grad innen. Zum Beispiel unser Designio-Fenster mit vormontiertem Wärmedämmblock, was wir auch gleich hier montieren werden. Das ist dieser schöne Dämmblock, der angebaut ist, aber das zeigen wir Ihnen gleich. Gleiche Einbausituation und jetzt kommen Sie nur durch die Dämmung außen, wenn das Fenster sauber aussitzt, auf 13,8 Grad. Das heißt, Sie verlassen die 12,6 Grad schon um 1,2 Grad im positiven Sinne. Und damit haben Sie einfach Sicherheit. Ja, Sie wissen, wenn Sie so ein Fenster einbauen, Wärme gedämmt und schließen es richtig an. Zum Thema Anschluss komme ich gleich noch. Haben Sie absolute Einbausicherheit, was das Thema anbelangt. Das Weite ist dann hier unser Designio-Fenster mit MDA. MDA heißt nichts anderes wie Montage, Dämm- und Anschlussrahmen. Den bauen wir auch gleich ein. Ideal für Dächer mit Aufspanndämmung. Holzweichfaserplatten ist das ideale Produkt. Und durch diese Kombination, da packen Sie das Fenster warm ein wie ein Schal, erreichen Sie 15,2 Grad. Und das ist so die Thematik, wo Sie wirklich daran arbeiten können. Und ich kann Ihnen sagen, die Schadensfälle, die wir schon gesehen haben, wenn hochgedämmte Dächer, gerade mit Aufspanndämmung, ohne Zusatzdämmrahmen von außen eingebaut worden ist, sind relativ schwerwiegend. Ich habe jetzt im September war ich auf einer Baustelle, habe mir das angeguckt. Hochgedämmtes Dach, moderne Dachflächenfenster eingebaut. Und es kam zu Schimmelbildung, es kam zu Feuchtanfall. Innen Gipskarton war schon zum Teil verfault, ein bisschen raus. Sachverständiger war dabei, haben aufgemacht.
Und was glauben Sie, was wir dort gesehen haben? Also ein Teil waren die Fenster gar nicht angeschlossen, das heißt von der luftdichten Ebene, die kommt bis hin zum Fenster, war innen kein Anschluss, außen kein Anschluss, man hat einfach ein Loch reingeschnitten, Fenster rein. Und zwei Fenster, wer kennt ja von Ihnen das braune Paketklebeband? Hat man dann versucht, die Luftdichtigkeit mit braunem Paketklebeband anzubauen. Das kann nicht funktionieren. Also da, gerade in diesem Bereich müssen Sie dafür sorgen, dass die Fenster heutzutage wirklich sauber eingebaut werden. Aber das werden wir Ihnen in der Praxis nachher noch zeigen. Ja, zum Thema Einbauhöhen entscheidend auch hier nochmal die 90 cm. Ich habe Ihnen eben gesagt, unter dieser Grenze muss mit VSG-Verglasung gearbeitet werden. Und 90 cm ist immer abfertig Fußboden. Auch das vergisst der ein oder andere. Und bis Oberkante Blendrahmen. Und wenn Sie auf der Baustelle nicht wissen, was noch an Fußboden draufkommt am Aufbau, fragen Sie bitte nach. Wir haben viele Kunden, die sagen, oder gerade Endkunden, ja, ich möchte gerne im Sitzen aus meinem Dachflächenfenster rausschauen. Ja? Schon ein paar Mal gesehen auf der Baustelle, liebe Firma, kannst du mir bitte das Fenster eine Ziegelreihe tiefer einbauen? Boah, wenn ich auf Geselle auf der Baustelle wäre, würde ich auch sagen. Wenn der Bauherr das möchte, mache ich das und komme jetzt runter. Und jetzt kommt jemand, gibt eine Bauabnahme und sagt, viel zu tief, gefällt ihm nicht. Ich kann Ihnen sage Ihnen, Sie bauen das Fenster definitiv wieder aus und Sie bauen es immer mehr eine Ziegelreihe nach oben, mindestens. Sie müssen, und das ist keine Kannbestimmung, die Absturzsicherung, die müssen Sie, Brüstungshöhen müssen Sie einhalten. Nach oben hin hingegen, da gibt es auch mehr Fragen, ja, mein Fenster ist auf 2,40 Meter eingebaut, ist das zulässig? Nach oben hin gibt es eine Empfehlung, die liegt bei 2 Meter, 2,20 Meter. Wir haben zum Beispiel lange Fenster mit 1,80 Meter im Sortiment, bei uns auch relativ einfach, wir haben Einhandgriffbedienung unten, da kann ich auch mit der Höhe spielen. Aber es gibt nach oben gibt es keine Begrenzung, also wenn Sie der Meinung sind, der Kunde will es, das Fenster sitzt ein bisschen weiter oben, die Bedienbarkeit soll da allerdings noch beim Produkt gegeben sein. Was noch spannend ist, ist die Anforderung an die Tageslichtplanung, auch das sollten Sie einfach mal gehört haben. Hier ist so, dass gemäß Landesbauordnung eine Mindestlichtfläche von 10 bis 12,5 der Grundfläche gefordert wird. Und das ist eigentlich unsere Riesenchance, die wir alle haben. Die Planer unter Ihnen, die kennen das ganze Spiel, aber für Sie ist eine Chance in der Modernisierung, wenn Sie feststellen, Sie haben Wohnraum und Sie haben nur ein Dachflächenfenster drin. Und da ist vielleicht nur ein kleines Fenster drin, 54 mal 78. Und Sie stellen fest, okay, das ist ein Raum, der hat aber 10 Quadratmeter. Kann man das einfach rechnen, je nach Bundesland variiert das ein bisschen, dann brauchen Sie mindestens, wenn Sie nur Belichtung durch ein Dachflächenfenster haben und Sie haben einen Wohnraum, also keine Abstellkammer, brauchen Sie mindestens 1 Quadratmeter. Auch da sollten wir gucken, da liegen einfach die Chancen, auch da sehen wir immer wieder, dieser Mehrverkauf wird dadurch gar nicht angeschoben, das kann man dem Kunden sagen, weil auch da ist wieder so, wenn Sie das Fenster einbauen und er hat einen schlechten Tag und Sie erfüllen die Mindestlichtfläche nicht und hinterher kommt raus, na Gott, die Blume verwelkt oder man hat Depressionen, weil der Lichteinfall im Raum nicht passt, wird es auch schwierig. Also das sind einfach Chancen, denken Sie dran, finden Sie auch bei uns in den Planungsunterlagen diese ganzen Informationen. Aber da liegt für uns eine Riesenchance, auch nochmal mit den Kunden entsprechenden Mehrwertverkauf auch anzuschieben. Ja, mein Lieblingsthema, das sind die Fachregeln vom Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks. Ja, das Fenster und ich sitze immer mit dem Herrn Rühle in Köln zusammen und mir wieder über Sinn, Zweckmäßigkeit der Fachregeln diskutieren. Ich kann Ihnen jetzt schon mal ankündigen, nachher kommt noch die Firma Nelskamp mit dem Werner Ohnesorge, der hat zum Thema Verklammerung, was dabei wird, auch ein spannender Vortrag. Und der wird Ihnen vor allen Dingen auch was mit Sicherheit dazu erzählen, warum muss ich überhaupt verklammern, wer ist auf die Idee gekommen, dass heutzutage überhaupt verklammert werden muss. Aber dazu, was steht hier drin? Anschluss an die Innenbekleidung. Der Anschluss am Sturz soll waagrecht an der Brüstung senkrecht erfolgen. Was ich Ihnen eben gezeigt habe, steht schon mal da drin. Da steht das noch soll. Ich zeige Ihnen mal gleich die Detailzeichnung. Das haben Sie heute auch schon gehört, Fugendichtmasse, Füllmaterialien, Silikone oder Montageschäume sind für die Herstellung der Luftdichtheit ungeeignet. Also zum Thema Luftdichtheit haben Sie heute aus dem Hause Molpro Klima einiges gehört, spare ich mir jetzt. Bleiben Sie da im System, verwenden Sie anständige Klebebänder und Sie sind einfach da sicher auf der Baustelle unterwegs. Ja, und das sind original Detailzeichnungen. Im Nachgang, wenn Sie die Präsentation können Sie runterladen und wer Interesse hat, wir verschicken auch die Fachregeln und zwar nur den Auszug, der zum Thema Dachflächenfenster geht, per PDF. Sie können sich ja gerne an meinen Kollegen Schäber oder Laubmann wenden, der nimmt es auf und wir schicken danach die Fachregeln dafür raus. Und hier steht eins drin, das heißt einmal muss ich meine Dämmung bis Oberkante Dachlatte hochziehen, also OK Dachlatte und der Wechsel muss entsprechend so breit sein, dass ich auch bis hier unten drunter kann. Das heißt, ich muss Dämmung bis Unterkante spannen, OK Dachlatte ziehen. Weil oft wird schon nicht immer gemacht auf der Baustelle, würde ich mal vorsichtig sagen.
Weil ja, ich bin ja Dachdecker, ich baue das ein. Auch in der Planung bitte berücksichtigen immer Fenstermaß plus 6 cm, besser 7 cm in der Breite und das Ganze auch in der Höhe. Dann habe ich Zeit, Wärmedämmung einzubauen. Das gleiche im oberen Bereich. Hier sehen Sie meine 8 cm Isolationsebene und auch hier oben wird die Dämmung hochgezogen. Ich hoffe, man kann es sehen, bis direkt OK Dachler. Das heißt, auch da muss die Dämmung hochgezogen werden. Und hier meine Folie, meine Dampfbremse entsprechend anbauen. Und das gleiche auch unten, senkrecht, waagrecht, nicht hier oben, was wir gerne sehen, rüber. Wir haben zig Fehler jedes Jahr, da kann Ihnen der Marcel nachher noch ein bisschen was zu erzählen. Kommen wir raus, es regnet rein. Was haben die Kollegen gemacht, die Innenverkleidung hergestellt haben? Ich will jetzt nicht sagen, dass unbedingt der Trockenbauer war, aber die haben eins gemacht, ich zeige es mal. Das ist der Klassiker, es geht einfach hier oben mit der Gipskartonplatte direkt rein. Jetzt haben sie hier 160 mm Dämmung und hier oben haben sie gar nichts und diese Schnellbauschrauben haben sie noch durchgedreht, dass sie oben reihenweise dann beim Eindeckrahmenblech durchgeguckt haben. Das ist also nicht nur ein Fehler, der hin wieder mal vorkommt, der kommt schon mal öfters vor. Und dann, das ist sogar am Anfang noch ein bisschen dicht, man glaubt es kaum, aber irgendwann läuft dann auch da entsprechend Wasser rein. Und das sind keine Herstellervorschriften, das sind Fachregeln vom Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks. Unser Designio-Fenster finden Sie auch in den Fachregeln. Und zwar hier eingebaut mit unserer Wärmedämmblockverlängerung. Die stellen wir Ihnen gleich nochmal vor. Aber auch hier wieder 8 cm. Und Sie sehen, das Fenster ist gedämmt. Und mit dieser Zusatzmaßnahme, Dämmung am Fenster und Verlängerung, erfüllen Sie eins zu eins die Fachregeln, ohne dass Sie auf der Baustelle noch was machen müssen. Das gleiche ist hier noch mit dem Montagedämm- und Anschlussrahmen. So, firstseitiges Dachflächenfenster, Anschluss an die Unterspannung. Das ist ganz wichtig. Wir haben ja heute fast keine Unterdeckung mehr. Wir haben ja nur noch Unterspannung. Oder in den meisten Fällen. So, und umgekehrt, sorry. Und zwar, egal, ich muss auf jeden Fall mein Wasserableitblech montieren. Das liegt bei jedem Dachflächenfenster dabei, es muss hin. Und ganz egal, wie viel Dachfläche ich oberhalb habe. Auch da gibt es immer wieder schöne Beispiele, Mansarddach, Fenster eingebaut, oberhalb vom Fenster waren noch 2 Ziegelreihen frei. Da hätte ich zu meiner aktiven Zeit auf dem Dach gesagt, okay, kommt sowieso kein Wasser hin, oben Dachüberstand, mache ich kein Wasserableitblech hin. Schadensfall kam, das heißt, ein Bauträger hat einen Sachverständigen gerufen, hat gesagt, bitte alles überprüfen, wir machen eine Bauabnahme, ja, durfte alles nachbessern. Also da steht nirgendwo in Fachregeln drin, wie viel Fläche oberhalb der Dachflächenfenster kommen muss. Es muss firstseitig eine schräglaufende Rinne hergestellt werden, die kann ich aus dem Material nehmen oder aus Unterspannbaren und, und. Also auch da jede Menge Möglichkeiten zu machen. Wichtiges muss gemacht werden. Und jetzt kommt der Passus an die Unterdeckung, das haben wir heute überwiegend. Überlappung von Anschlussbahnen, Anschlussschürzen, Unterdeckbahnen sind mindestens regensicher herzustellen durch Verklebung. Das heißt, wenn ich heute ein Dachflächenfenster einbaue, ganz egal welche, ich brauche Klebeband dabei. Ich muss heute meine Folie hochziehen und wenn ich hier in dem Fall bei der Holzweichfaserplatte keine Folie habe, lege ich mir entweder eine Folie ein oder verwende Anschlussprodukte, die es seitens der Industrie gibt. Aber ich muss heute regensicher anschließen. Das bedeutet ganz klar durch Verklebung. Also ich kenne keinen regensicheren Anschluss, den ich ohne Verklebung am Fenster herstellen kann. Und das ist ganz viel. Und ich kenne es auch noch so, Motorsäge raus, darf man heute auch schon fast nicht mehr, Loch ins Dach, Fenster rein, die Zeiten sind lange vorbei. Und das Wichtige ist auch in der Sanierung. Also ich weiß zwar, ich habe ein altes Dach, ich habe keine Unterspannbahn, aber auch da bitte, machen Sie es weit frei, machen Sie einen Meter, Quadratmeter Unterspannbahn um das Dachflächenfenster rum, schließen Sie auch da das Fenster sauber an. Weil in der Modernisierung, wenn im Nachgang das Dach nochmal neu gedeckt wird, hat man dann Anschlussmöglichkeiten. Da gehen die heute von aus. Das unterscheidet nicht, auch wenn es Wahnsinn ist, zwischen Neubau und Sanierung. Solange nichts passiert, ist alles gut. Aber wehe, es passiert mal was, ein Kunde möchte nicht bezahlen. Also das befreit nicht, wenn auf dem Dach keine Unterspannbahn ist. Es gibt zwar immer noch so heiße Diskussionen dann, wenn sie einen guten Richter haben, der sagt, naja, das konnte keiner so recht wissen, aber wichtig, es muss angeschlossen werden. Ich weiß. Muss gehoben werden. Ich weiß, ich bin zu 200% bei Ihnen. Im Normalfall passiert doch nichts. Das Problem, Sie haben irgendwann erwischen Sie den Kunden, der die Montageanleitung, der die Fachregeln sich angeschaut hat, der im Internet war. Und er sagt, na, mein Dachhandwerker hat es aber anders eingebaut und ich habe gerade mal keine Lust, die Rechnung zu bezahlen.
ich kürze jetzt mal oder sage, ich zahle die Rechnung mal nicht und der nimmt sich ein Thema an. Also, dass diese Regelung, ich will jetzt nicht das Wort sagen, was mir gerade auf den Lippen rauskommt, nicht geeignet ist für Dächer ohne Unterspannbahn, das würde ich mal vorsichtig formulieren, ist klar. Aber ich habe die Fachregeln nicht gemacht, die werden vom Zentralverband hergestellt und ich zeige nur auf, was die Regeln sagen. Wir können uns gerne nachher nochmal drüber unterhalten, da sage ich Ihnen auch das normale Wort, was ich gesagt hätte, was ich davon gerade halte bei Dächer ohne Unterspannbahn, weil es kann, aber ich kann Ihnen nur sagen, was fachlich richtig ist heute. Was ich persönlich auf der Baustelle tun würde, ist ein anderes Thema, aber das ist fachlich. Ja, was? Ich bin dabei, aber. Aber es kann zu Problemen kommen. Ich kann Ihnen nur sagen, also einen Kunden darauf hinzuweisen, wir haben selbst schon den Fall gehabt, ich muss nur gucken, wir können gerne später noch mal ein bisschen diskutieren darüber. Wir haben schon den Fall gehabt, dass wir, ein guter Kunde von uns, der hat dem Bauhändler schriftlich gegeben, dass der das bitte so haben will, dann hat er sich während der Bauphase nicht mehr so gut mit dem Bauhändler verstanden. Obwohl er es schriftlich gegeben hat, ich muss es bitte so machen, also müsste theoretisch eine Innenverkleidung verändern, neues Innenfutter einbauen, hat Standardfenster eingebaut, alles rechtwinklig, hat der Kunde gesagt, okay, jetzt habe ich aber keine Lust mit der Rechnung zu bezahlen, ist damit, hat sich ein Gutachter geholt, der Gutachter gesagt, so, einmal frei, sind vor Gericht gezogen und er hat einfach nur einen Satz, okay, der Laie kann es nicht wissen, selbst wenn sie es ins Angebot runterschreiben. Ich bin bei Ihnen und solange alles gut läuft und Sie zufriedene Kunden haben, wird auch nichts passieren, nur auch da bitte denken Sie dran und es ist auch eine Chance mal, mit dem einen oder anderen drüber zu sprechen, lieber Kunde, pass mal auf, mit Hausverwaltung und Wohnbaugesellschaften und so, so muss es bitte gemacht werden. Ja. Aber wie gesagt, wir können nachher ganz. Ich weiß, man kann ja nicht sagen, er kann die Fliese verändern, ist mir schon klar, aber. Ich muss aber heute einfach zeigen, was da drin steht, was fachlich 100% richtig ist. Aber wir können uns nachher nochmal ganz kurz austauschen. Wir sind noch da. So, zur Aufspannung. Reinhold, kann ich mal ganz kurz einspringen? Das Thema, weil Sie sagen, Sie können, wir bauen ja Kunststofffenster ein. Eben drum, wir hatten vorhin das Thema, dass die Oberfläche komplett dichter wird. Früher war alles offener, es konnte alles raus. Die Feuchtigkeit, jetzt machen wir in der Ecke. Wir hatten vorhin die blauen Ecken gehabt. An den Stellen machen wir jetzt ein dichtes Fenster raus. Das heißt, die Feuchtigkeit kann niemand weichen. Sie bleibt in der Ecke. Was passiert am Kunststofffenster? Die Tropfen laufen runter, laufen auf die vorhandene Laibung, was wahrscheinlich Trockenbau ist. Und wenn da permanent Feuchtigkeit steht, kommt ruckzuck Schimmel. Der war vorher nicht da, weil vorher alles offen war, konnte raus, die Feuchtigkeit. Die läuft uns jetzt rein. Jetzt kommt der Schimmel und in 2 Jahren kommen sie zu Ihnen und sagen, Sie haben ein Fenster eingebaut. Das funktioniert so nicht, ist nicht nach realer Technik. Ich möchte gerne das Geld zurückhaben oder sonst was. Irgendwas werden die kommen. Und da entweder was Schriftliches, ich habe es Ihnen gesagt, unterschreiben Sie mir das irgendwie, aber Regeltechnik sagt was anderes und das ist das. Egal, was der Markt gerade hergibt, wenn es alle so mitmachen, dass alle es richtig einbauen, nicht irgendwelche Fuscher kommen, die das anders machen, dann ist das Fenster so teuer. Dann kann man nicht sagen, ich baue es jetzt günstiger ein. Und da muss man halt das auch verändern. Marcel, vielen Dank für deine Anmerkung. Und wie gesagt, wir stehen nachher gerne auch in der Pause ein bisschen für Fragen bereit. Zum Thema Aufspanndämmung. Weil das ist mir noch wichtig. Jetzt haben wir das diskutiert. Auch hier bei der Aufspanndämmung sagt der ZVDH, ich muss die Aufspanndämmung bis Oberkante Dachflächenfenster, bis hier Oberkante Latte hochziehen. Und da habe ich auch mal reingeworfen, okay, wie wollen wir das überhaupt handwerklich lösen? Das heißt, ich müsste jetzt hier auch mit meiner Holzweichfaserplatte noch eine Kombination schaffen, dass ich die bis Oberkante Latte hochziehe. Und auch hier wichtig immer, auch da gibt es heiße Diskussionen mit zum Beispiel mit Energieberater, die gesagt haben, nee, das kann ja nicht sein. Also hier letztendlich mit der Verkleidung, die muss bis unten hingezogen werden, dass das alles ideal ist. Die Fachregeln ziehen da letztendlich vor. Ganz klar auch hier 8 cm Isolationsebene und dann rüber mit der ganzen Geschichte. Ja, und das Ganze natürlich funktioniert dann zum Beispiel hier mit unserem Montagedämm- und Anschlussrahmen, dass Sie das sauber anschließen können. Zu den Baureihen Überblick. Wir haben für jede Anforderung das richtige Fenster, angefangen vom Schwingfenster, Schwingflügel, Hochschwingflügel, Klappschwingfenster und unser neues Fenster. Und ich habe Ihnen ja vorhin was zur neuen Glasbemessungsnorm erzählt, zur 81008. Wir werden jetzt mit neuen Glaswerten und einem neuen Produkt kommen, 2018.
kleiner Einstieg, bevor wir auf der Messe in Köln sind, auf Dach und Holz, die haben schon mal die Informationen, was kommt. Und es kommt eins, kommen neue Scheiben mit einem neuen UV-Wert 1,1, 1,0. Also auch da das Richtige, zum Teil mit VSG. Und das Schöne ist, wir bringen mittlerweile auch Produkte, was hier in Leipzig vielleicht spannend sein könnte, mit Schallschutz DB 44 dB. Also auch da Schallschutzklasse 4, neueste Werte. Da tut sich was. Da sind die UV-Werte dazu. Und was tut sich noch im Hause Roto? Das können wir Ihnen heute leider noch nicht zeigen, das hatten wir eigentlich vor. Es hat jedes Standardfenster, das ist für die Planung nicht so spannend, aber für Sie als Verarbeiter hochspannend, es hat jedes Fenster eine vormontierte Kran- und Hebehilfe mit dran. Das heißt, es kann jedes Fenster jetzt ausgepackt werden und kann direkt an die Ösen ran und kann hochgehoben werden. Ich kann damit leicht tragen. Sie müssen nichts mehr abmontieren. Anschließend bleibt es dran. Man kann es von mir aus dem Cutter abschneiden. Aber das ist mal als kleiner Gimmick, wird zu Dach und Holz vorgestellt und jedes Fenster mit einer Kran- und Hebehilfe. Uns hat die siebenfache Sicherheit TÜV geprüft, abgenommen, BG. Also wir haben sämtliche Zertifikate, die man braucht. Auch da tun wir was für Ihre Sicherheit und vor allen Dingen für die Montagefreundlichkeit. Wohnräume frei gestalten. Zum Thema Planung noch ganz kurz. Auch da tun wir was für Sie, gerade wenn es geht um Sondermaße in der Renovierung, aber am Neubau. Bei uns bekommen Sie Dachflächenfenster mit einer Länge von 1,80 Meter bis einer Breite von 1,52 Meter. Kommt bis auf Dachneigung an. Was habe ich da? Welches Scheibenpaket baue ich ein? Aber auch da bauen wir für Sie in der Planung Fenster auf Maß. 1,80 Meter ist natürlich eine Ansage, das bauen wir heute nicht ein, weil das Dachmodell es nicht hergibt und der Kollege nicht so stark ist dafür. Nein, also von der Seite. Aber es gibt Fenster 1,80 Meter, das ist schon lohnenswert. Da kann man schon mit einem Fenster viel Licht in Wohnräume kommen und kann viel gestalten. Zum Thema Gestalten, ich kann auch mit Farben gestalten. Also ich habe entweder natürlich die Möglichkeit, schöne Holzfenster zu arbeiten, auch da für die Liebhaber von Holz. Mittlerweile bauen wir auf Wunsch Eichefenster. Wenn da ein Kunde sagt, okay, ich hätte gern was, sind wir sogar in der Lage, Eichefenster herzustellen. Aber das ist momentan ein Trend. Also das heißt, wir bieten auch folierte Kunststofffenster her, ob Mooreiche, Nussbaum, Sabai-Mahagoni oder Kieferdekor. Mein Fall ist es nicht, aber Sie glauben gar nicht, das wird effektiv und viel eingesetzt. Also gerade in der Modernisierung, wenn ich ein altes Holzfenster hatte, gehen viele Kunden über und sagen, okay, weiß passt nicht, ich hätte gern ein foliertes Fenster. Also in der Modernisierung gibt es da einiges. Zum Thema Lüftungskonzept fliege ich jetzt drüber. Ich habe es vorhin angeschnitten. Wichtig ist, wenn ich heute mehr als ein Drittel der Fenster ausgetauscht oder abgedichtet habe, muss ich nach DIN 1946 ein Lüftungskonzept, beziehungsweise muss ich damit beschäftigen, dass ich Mindestluftwechsel sicherstelle, aber da hilft Ihnen der Planer dabei. Wichtig ist, wir haben Lösungen. Jetzt brauchen wir nicht diskutieren, ob das schön ist, ich finde es hässlich, aber wenn Sie Dachflächenfenster mit Lüfter haben wollen, Sie bekommen sowas. Über den Sinn, was da sinnvoll ist, also so ein Drehlüfter sitzt noch sehr schlank drin, aber wir haben feuchte regulierte Lüfter, die entsprechend von 2,5 bis 30,8 Kubikmeter Luftwechsel bringen, kann man einsetzen. Wichtig ist bei all diesen tollen Systemen, wie gesagt, über Optik kann man streiten, Sie müssen unterdrückende Gebäude haben, das muss sauber funktionieren. Nur dann funktioniert Lüftung auch beim Dachflächenfenster und ganz egal bei welchem Hersteller. Haben Sie keinen Unterdruck, funktioniert irgendwas nicht, wird aus jedem Lüfter gerade im Winter ein wunderbares Abluftsystem, Feuchtigkeit geht raus, das heißt warme Luft trifft auf kalte Luft und das kommt dann auch zur Kondensatbildung, logischerweise. Also sollten wir gucken, es funktioniert, aber wir empfehlen immer andere Lösungen, elektrische Lösungen zu schaffen oder über Fassadenfenster zu geben. Dachflächenfenster mit Lüfter ist meiner Meinung nach nur eine Notlösung. Was gibt es für Trends? Und dann gucke ich, dass ich noch in der Zeit bin, aber es müsste noch sehr gut passen. Das Thema Gebäudeautomatisierung wird es reinkommen. Das Thema altersgerechtes und barrierefreies Wohnen ist wichtig. Das Thema Wohngesundheit und Nachhaltigkeit. Ja, und wenn es noch ein bisschen mehr sein darf, dann gibt es auch von der Firma Roto ein elektrisches Klappschwingfenster, nennt sich i8. Das setzen wir gerade erfolgreich ein, was altengerechtes Bauen und Wohnen anbelangt. Barrierefreiheit, weil das ist das einzige Dachflächenfenster auf dem Markt, was komplett elektrisch aufgeht. Und Sie finden keine Kette mehr, hier kein Antrieb mehr, gar nichts mehr. Das können Sie für Liebhaber von Smartphones damit bedienen. Sie können es Funk in jedes Schaltersystem einbauen. Und das ist ein Produkt, wo Sie auch Mehrwert verkaufen können. Und gerade wenn Sie jemanden haben, der altengerechtes Wohnen, Seniorenheim, Pflegeheim bauen oder auch Kunden, die sagen, okay, ich möchte jetzt gerne mein Fenster nicht mehr von der Hand bedienen, sondern vom Sofa aus. Das gibt es auch bis 1,80 Meter Länge. Also das ist eine Chance, auch hier für Sicherheit zu sorgen und wirklich für Qualität, hohe Qualität im Wohnraum. Wie meinen Sie es zertifiziert? Ja,
Also das müsste ich mal nachfragen. Ich komme jetzt nicht drauf. Wir haben es auf jeden Fall bei einem Unternehmen. Wir haben es drin, und zwar, es gibt was zum Thema Barrierefreiheit. Ich würde das nachher aufschreiben, schicke Ihnen dann die Informationen zu. Ich habe es nicht im Kopf. Auf jeden Fall kommen wir damit gerade bei zum Thema Barrierefreiheit durch. Was noch ganz wichtig ist, jetzt bitte auch nicht durchlesen. Entscheidend ist, dürfte Herr Pauli heute auch wieder gesagt haben, zum Thema sommerlichen Wärmeschutz. Weil ganz egal, wie gut die Wärmedämmung ist, wir haben hier mit dem Professor Möller in Leipzig zusammengearbeitet, mit der Hochschule, und ist von der nächtlichen Lüftung, der Lageverschattung der Fenster ganz wichtig, wie sehr sich der Innenraum aufheizt. Dämmung ist gut, aber wenn Sie viele Dachflächenfenster drin haben, denken Sie unbedingt an Beschattung, weil da kommt so viel Energie sonst durch. Deshalb ist ganz wichtig, hier sehen Sie einfach Wohnungen ohne Rollladen schwanken, tags und nachts zwischen 22 und 33 Grad, und mit Rollladen bleibt es konstant. Das ist entscheidend. Da haben wir auch mal einen Test nochmal gefahren, wo Sie sehen können, mit Außenrollladen bleibt das Ganze konstant. Und innenliegender Sonnenschutz, naja, das ist immer, ich sage immer, Sichtschutz, nice to have, aber letztendlich haben Sie durch innenliegenden Sonnenschutz, das ist ein Sichtschutz für mich, hat mit Sonnenschutz wenig zu tun. Sie brauchen auf jeden Fall Beschattung von Außenrollladen, Markisen, und das ist egal, ob Neubau oder in der Modernisierung. Ja, und das so soll es entsprechend sein. Einmal mit Sonnenschutz, einmal ohne. Ja, und auch der Ökotest hat es nochmal bestätigt. Also ganz entscheidend ist, die NF sagt es auch, denken Sie bitte beim Verkaufen an Sonnenschutz. Ja, wenn es ein bisschen Standard nicht genug ist, auch das noch ein kleines Beispiel. Was bieten wir für Sie in der Sanierung? Hier haben wir die Dachflächenfenster an das Rastersystem der Fasadenfenster angepasst. Da war die Aufgabe in der Planung zu sagen, okay, das Raster vom Fasadenfenster muss durchgehen, und zwar bis in die Mansarde. Und da haben wir auch dann letztendlich für den Kunden Dachflächenfenster auf Maß reingebaut, dass die Optik und alles gegeben ist. Ja, und solche schöne Lösungen kann man auch machen. Jetzt habe ich meinen Zeitplan hoffentlich eingehalten. Das passt, bin ziemlich just in time. Ja, ich hoffe, es war für Sie schon mal ein erster Teil interessant. Sie konnten einiges mitnehmen.